Ich hasse diese langweiligen langen Reitwege. Oh. Wo sollte ich wissen, dass er da eine Schlaufe reitet? Kein normaler Mensch macht das. Oh Mann. Gab es zwischendurch vielleicht mal einen Checkpoint oder müssen wir jetzt alles nochmal reiten? Bitte gab es einen Checkpoint. Bitte. Checkpoint? Komm schon. Checkpoint. Ich weiß, dass es dich gab. Das gibt's doch nicht. Oh. Reitet der Idiot einfach eine Schlaufe? Als ob der dann auch sofort weiß, dass wir ihm die ganze Zeit folgen. Das sieht uns dann zum ersten Mal. Wir könnten jeder beliebige Passant sein. Und der weiß natürlich sofort, ah ja. Oh, das sieht uns. Da weiß er natürlich sofort, ah ja, der folgt mir die ganze Zeit. Ich muss ihn verdächtigen. Wie konnte der uns jetzt durch die Mauer sehen? Bitte erklär mir das. Dieser Mann ist einfach... Der hat Superkräfte. So, mit meinen Superkräften habe ich da oben auch wieder verpixelt. Das ist meine Superkraft. Hier ist wieder der schnell reitende Mensch. Der reitet Bürger um. Das mache ich auch gern. Ich schließe mich ihm an. Ich habe den Typ sogar in den Baum reingeschubst. Ich halte diesmal etwas mehr Abstand. Dann passiert uns nicht nochmal sowas wie mit der Schlaufe gerade eben. So, der Typ, der lässt seine Kiste fallen, den interessiert das überhaupt nicht. Läuft einfach weiter. Stell dir mal vor, du läufst das rum, lässt dann deine Kiste so fallen wie er. Da regst du dich doch erstmal voll auf. Ich meine, vor allem zu der Zeit hatten die ja nicht unbedingt 1000 Kisten zu Hause. Also Kisten war jetzt nicht vielleicht das höchste Gut, aber trotzdem. Jetzt ist da keine Schlaufe geritten, aber jetzt reitet er schnell, natürlich. Und jetzt wieder nicht. Das sollte vielleicht mal durchgehend eine Schnelligkeitsstufe reiten. So, ich darf die natürlich nicht anstupsen, so wie er. Ich kann mir das nicht erlauben. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Wir sind ja als Assassine, haben wir immer unsere Assassinenrüstung an. Wir haben immer diese charakteristische Mütze und immer diesen Umhang. Und ich nehme an, mittlerweile wissen die Borgias, dass irgendjemand hier jemanden tötet. Also alle ihre Bekannten und so. Und es gab ja auch immer Zeugen. Wir haben niemals alle, die da irgendwie anwesend waren, getötet. Warum geben die denn also nicht für immer eine Fahndung nach jemandem raus, der genau solche Sachen trägt wie wir? Verstehe ich manchmal nicht. Natürlich, weil es für uns dann sehr viel schwerer wäre, aber trotzdem. Vom Prinzip her wäre das doch viel einfacher. Also für die natürlich, nicht für uns. Sind wir noch geschützt? Ich bin mir nicht sicher. Okay, wenn jetzt unsere Kurtisanen verschwinden, werden wir entdeckt. Mist. Okay, es hat gerade noch gereicht. Folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Das ist für dich. Oh, ich habe eventuell wieder etwas zu früh gerufen. Ach nö, war genau gut. Was? Warum? Fehlgeschlagen? Ich habe doch die Rekruten eingesetzt. Ach, sie doch verarschen. Ich habe mir doch so Mühe gegeben. Das Spiel mag mich nicht. Und jetzt wieder reiten. Natürlich. Ich möchte ihn einfach töten. Und ich habe kein Pferd. Oh, da standen welche. Naja. Aber immer nur weiße, merkst du was? Die wollen nicht, dass wir schnell sind. So, lass mich mal... Nein! Oh Mann! Ich wäre auch noch hinterhergekommen. Das ist so unfair. Es mag mich einfach nicht. Mano. Wie lange geht dieser Spaß jetzt eigentlich noch? Ich hasse das, wenn man hinterher reiten muss.
Hinterher schleichen ist noch toll, hinterher reiten ist echt kacke. Schaffen wir es, die Assassinen vielleicht bevor der Typ weg ist? Ja. Nein, du siehst mich nicht. Ich nehme den mal aus, ich habe ja Zeit. Armbrustbolzen, das ist schön. Was denn, schaut er sich noch um? Ja, hat er. So. Jetzt kann er uns zumindest nicht mehr abhauen. Weil wir gekonnt gleich auf unser Pferdchen gesprungen sind. Oh, jetzt gibt aber Gas. Jetzt habe ich nicht damit gerechnet und wir kommen nicht mehr hinterher, wetten. Verdammt. Weil wir natürlich so ein lahmes Pferd haben. Obwohl doch, wir holen ihn noch ein, dadurch, dass er nicht die ganze Zeit schnell reitet, okay. Dann nutzt man die Gunst der Minute gerade mal aus und juckt sich im Nacken. Und da fängt der Typ einfach an zu reiten. Schnell. So ein Pferd möchte ich, so eins mit Decke. Die sind schnell. So, eine weitere Mission war erfolgreich. Sind wir jetzt vielleicht bald mal da? Nikelettos Männer aufspüren, so wie die ganze Zeit schon. Wie verlief denn die Operation deiner Schwägerin? Wollten sie den Arm retten? Oh, nö. Stellt euch vor, in solch einem baufälligen Haus zu wohnen, dass es nachts über euch zusammenbricht. Tja, sie hatte Höllisch. Ach verdammt, das sind Bettlerinnen, das ist nicht gut. Was Kreis, ich werde nichts machen. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Capito? Il tuo costume. Verdammt, wo sind die? Da oben. So, das macht ihr schon. Ich muss mit dem Typ hinterher. Etwas Seltsameres habe ich noch nie gesehen. Was denn, jetzt läuft er plötzlich? Da sind wir hoffentlich bald da, oder? Warum soll der sonst jetzt laufen? Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Warum versuchen die ständig uns... Ja, das ist es, glaube ich. Meine Frau ist wieder krank. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Ich soll jetzt schnell da nach oben. Na, das wird ja lustig. Abgang, Bühne rechts. Unbemerkt ins Kolosseum eindringen und den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Niemanden außer den Schützen töten. Ah, das wird ja lustig. Ich lauf schon mal. Ich weiß nicht, ob das schon was bringt. Keine Ahnung. So, wo müssen wir hoch? Da. Die Frage ist natürlich, ob wir das so einfach schaffen. So, wir dürfen niemanden töten. Ja, aber keine Zeitbegrenzung. Okay, das ist schon mal schön. Hm, wir könnten es eventuell schaffen. Wir haben jetzt unseren Schnellsprunghandschuh. Beweg dich mal. Komm schon, Ezio, mach nicht so ein Rumgespiele. Kletter einfach hier schnell lang. Wenn wir in die Spitze müssen, gehe ich einfach mal hier hoch, oder? Ich weiß nicht so genau, ob wir wirklich ganz hoch müssen. Aber Spitze wird schon heißen, Spitze.
Nehme ich mal an. Vielleicht heißt es auch nur irgendwie bis zur Hälfte der Spitze. Weil ich sehe keine Markierung mehr, das ist das Problem. Wenn wir hier... Kommen wir hier weiter hoch? Ja. Siehst du, wir mussten gar nicht ganz nach oben, oder? Ach doch, okay. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Alles gut. So. Na, das kann ja ein Spaß werden. Solange wir keine Zeitbegrenzung haben. Da haben wir eine Flagge, glaube ich. Oder eine Truhe oder so. Oh, und da sollen wir lang? Ehrlich? Ohne jemanden zu töten? Ehrlich? Mein Gott! Mein Gott! Warum? Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet! Und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht. Mich dürstet sehr. Mich dürstet sehr. Ja, du wirst nie mehr trinken. Mich dürstet. Erst die Schützen Elmir und die Bühnen dann. In den Bereich hinter der Bühne und dann den Bereich hinter der Bühne betreten. Okay, wir haben aber keine Zeitbegrenzung, das finde ich toll. Okay, also wir können hier. Dürfen wir entdeckt werden? Wir dürfen niemand anderen töten, außer die Schützen. Genau. Wenn wir aber schnell genug lang rennen, dann dürfen die uns gar nicht sehen. Wenn wir uns hier vor allem mal schnell reinlegen. Komm nicht her. Nein. Was macht er? Tanzt er? Ich glaube... Das wird so nichts. Okay, wir dürfen nicht entdeckt werden. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ich muss jetzt wirklich dringend eine Aufnahmepause machen. Ich weiß noch nicht, wie es ist, wenn wir jetzt mitten in der Quest abbrechen. Na, pass auf. Ich mache jetzt hier eine Pause. Falls es so sein sollte, dass man die Quest... Man wird es wahrscheinlich nochmal machen müssen, die komplett spielen müssen bis hierher. Dann mache ich das, bevor ich wieder aufnehme. Weil, ja, Zeiteinteilung ist einfach nicht so mein Ding. Ich habe jetzt echt keine Zeit mehr. Ich bin eigentlich schon viel zu spät dran. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es war amüsant. Und für dich macht es ja eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt eine Pause mache oder nicht, wenn ich sowieso wieder bis hierher spiele. Also von daher... Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.